Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, ich freue mich, Sie heute Abend zur Antrittsvorlesung von Clemens Stachel begrüßen zu können. Antrittsvorlesungen sind so eigentlich die schönsten Anlässe in der akademischen Landschaft. Sie bleiben einem übrigens auch tief in Erinnerung, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Clemens, das wird ja wahrscheinlich später auch so gehen. Vielleicht ganz kurz zu Clemens Werdegang. Doktorat an der LMU in München, dort auch Postdoc, große Kooperation mit Audi, zum Teil mit selbst eingeworbenen Mitteln substanzieller Art, Preise gewonnen in der Zwischenzeit. Ganz wichtig auch, woher haben wir ihn sozusagen abgeworben? University of Stanford, da war natürlich mächtig stolz drauf. Ich kann mich sehr gut an einen Berufungsvortrag erinnern. Ich war zu Pandemiezeiten, alles etwas unter schwierigen Bedingungen. Dann ganz spannende Dinge, Milestone Publication, Predicting Personality from Patterns of Behavior Collected with Smartphones. Da kommt man schon so leicht ins Grübeln, ne? Personal Behavior from Smartphones. Dann eben 2021 im August Berufung hier an die Universität St. Gallen auf eine Associate Professur für Behavioral Science. Und Anfang dieses Jahres war zum Direktor des Instituts of Behavioral Science and Technology. Das sind jetzt nur Ausschnitte, der Lebenslauf ist deutlich länger, aber ich möchte dem Clemens jetzt nicht zu viel seiner Redezeit wegnehmen. Seine Antrittsvorlesung hat er unter den Titel gestellt, die Vermessung des Menschen in den digitalen Verhaltenswissenschaften. Das ist ein mega spannendes Thema. Wir alle freuen uns wahrscheinlich, wenn sich unsere Fahrzeuge selber vermessen können und sagen können, wenn wir denn einen Service haben wollen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir die Vermessung des Menschen uns vornehmen, dann sind die Ersten schon schnell dabei, kritisch zu werden und ein paar Fragen aufzuwerfen. Insofern freue ich mich sehr auf einen sicherlich spannenden Vortrag zu diesem Thema. Clemens, ich bin es dann. Vielen, vielen Dank, Reinhard. Ja, mich freut es ganz besonders, dass ich heute hier sein kann, dass so viele Gesichter hier sind, die mir vertraut sind. Weil ich jetzt noch suche, gerade den richtigen Punkt, um diesen Vortrag zu beginnen, damit ich nicht so verdeckt bin, aber trotzdem was sehen kann. Das Wichtigste hat der Reinhard eigentlich schon gesagt, den Titel. Ist natürlich ein bisschen ein provokanter Titel, vor allem wenn der Chef der Ethikkommission ganz vorne sitzt. Das freut mich auch besonders, gerade dass du hier bist. Zu Beginn möchte ich beginnen mit dem Wichtigsten, nämlich Danke sagen an viele Leute, die heute hier sind. Erstmals Reinhard, danke für die Einführung. Monika, danke für die Organisation, das ganze Dekanatsteam. Danke auch meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, die ich bisher hier kennenlernen durfte, die mir den Antritt und die Ankunft in St. Gallen so einfach gemacht haben und so angenehm. Freut mich, dass ihr in meinem Leben seid. Danke auch, da sitzt er ganz vorn, Langzeit-Mentor Markus Bühner. Den Namen werden wir öfter sehen auf den Folien, ich warne schon mal vor. Ich durfte sehr viel lernen bei Markus und sehr viel ausprobieren zum Glück. Wir haben auch einiges gesehen. Auch danke alle anderen, die hier sind, vor allem meine Familie. Die hat eine sehr lange Anreise auf sich genommen, um heute hier sein zu können. Danke für die soziale Unterstützung. Ich habe das in den letzten 2 Jahren, aber auch davor immer schon, die letzten 36 Jahre, sehr intensiv genossen. Freut mich wirklich sehr, dass ihr hier seid. Meine Freundin Nadine, vielen Dank dir für alles. Du bist quasi immer mein Stein in der Brandung. Genau, und auch allen anderen Studenten, falls wir hier sind, schön, dass ihr hier seid. Ihr passt hier aus der Vorlesung, freut mich, dass ihr es geschafft habt. Vielleicht ist was Interessantes dabei, was ihr nicht in der Vorlesung lernen werdet. Aber ihr redet sehr viel in der Vorlesung, deswegen wird die Überschneidung groß sein. Gut. Warum bin ich eigentlich heute hier? Ich möchte über Verhalten sprechen und über Technologie. Das ist so eigentlich die Disziplin, in der ich mich gerade bewege. Was heißt das? Ich möchte ganz besonders über Geräte sprechen. Klingt erstmal langweilig, aber Geräte sind eigentlich die Schnittfläche, wo sich Verhalten mit Technologie trifft. Und ich habe heute einige dieser Geräte mitgebracht für euch, damit man das irgendwie plakativ darstellen kann. Hier zum Beispiel ein Radio, ja, das ist toll, da kann man Nachrichten hören. Das ist auch eine spannende Nachricht im Moment. Man kann Musik hören oder eine Zeitung, die NZZ zum Beispiel, auch eine
gute Wochenzeitung, und, das ist dies am Sonntag, das ist eine Wochenzeitung, es gibt natürlich auch das Tagesblatt, braucht jeder, jeder muss sich bilden, muss wissen, was in der Welt passiert. Ein Taschenrechner habe ich mit, auch ein technologisches, tolles Gerät. Dann hier, ganz wichtig, vielleicht brauchen wir das später noch, eine Taschenlampe. Ja. Lesen, besonders wichtig für alle, empfehlenswert. Ein Klassiker hier, sollte man immer in der Hosentasche haben. Was man auch immer in der Hosentasche haben sollte, ist ein Telefon. Das ist natürlich gar nicht so leicht irgendwie, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man es dabei hat. Was ich sehr gerne mag, das ist übrigens eine meiner Lieblingsfernsehserien, so eine sehr alte Twin Peaks. Klassiker, wer es noch nicht gesehen hat, sehr empfehlenswert. Ab und zu spiele ich auch Playstation, vor allem zu Weihnachten, super Spiel, No Man's Sky. Wenn es interessiert, sollte man auch vielleicht ab und zu dabei haben. Dann, was ich immer ganz gerne dabei habe, ist mein Notizblock, damit ich aufschreiben kann, was ich noch zu tun habe und was irgendwie passiert ist und damit man merkt, was andere mir erzählen. Und natürlich das wichtigste Gadget heutzutage, die Kamera. Jetzt versuche ich die mal zu aktivieren. Und ich schaue mal, ob ich das irgendwie aufkriege, so halbwegs zumindest. Ja, es ist zu grell. Vielleicht so aus dem, aus der Seite ist das ganz gut. So irgendwie. Alle gehen mal drauf, aber es muss für diesen Zweck reichen. Ich stelle es jetzt mal her und lasse das entwickeln. Genau, also all diese Dinge sind eigentlich super praktisch und die kann man nutzen und das sind alles Geräte, die uns das Verhalten ermöglichen oder erleichtern in irgendeiner Form. Jetzt haben es vielleicht schon die einen oder anderen erraten, was eigentlich das Beste dabei ist bei diesen ganzen Geräten, ist, dass man die inzwischen in einem Gerät bekommt. Das heißt, wenn man sich so ein Gerät kauft, so ein Smartphone, dann kriegt man diesen ganzen Pushen an Gerätschaften und Funktionen auf einem Gerät. Und das ist natürlich das, worüber ich heute sprechen möchte. Hier kann man sehen, das sind alles die Apps, die quasi das ermöglichen, was ich hier gerade sehr plakativ versucht habe vorzustellen. Genau, jetzt habe ich Ihnen irgendwas über Smartphones erzählt. Eigentlich soll es über Verhaltenswissenschaften gehen, Professoren Verhaltenswissenschaften und Technologie. Warum rede ich über Smartphones? Was machen Verhaltenswissenschaftler eigentlich? Die geben eigentlich Fragebögen vor, oder? Also mal ausgeteilt, dann fragt man die Leute, was macht ihr so typischerweise? Oder was auch ein Klassiker ist, man legt die Leute in die Röhre, ins fMRI, oder man hängt ihnen irgendwelche Elektroden an und versucht dann zu vermessen, den Menschen zu vermessen und dessen Verhalten. Was hat das alles mit Smartphones zu tun? Ja, tatsächlich ist es so, dass in meiner Forschung das Smartphone eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Ich werde jetzt gleich erläutern, warum das so ist. Zuerst kurze Aufwärmübung, damit alle wach werden und wieder bei uns sind. Wer hat denn hier alles ein Smartphone? Alle mal die Hände hoch. Schau mal, ob irgendwer die Hände nicht hoch macht. Die Gegengruppe. Ja, genau. Wer hat denn kein Smartphone? Auch du hast ein Smartphone. Das habe ich nämlich eingerichtet. Meine liebe Mutter hat auch ein Smartphone, aber das nicht glauben will. Wir sehen schon, das ist eigentlich schon eine gute Schätzung jetzt. Es haben sehr viele Menschen haben ein Smartphone in der Tasche. Und das Gerät ist eigentlich mit Ihnen dabei, von früh bis spät, wenn wir aufstehen. Wir werden später noch ein Beispiel sehen. Ist das Smartphone an und man macht irgendwas drauf und ganz am Abend verhindert man das Einschlafen möglichst lange, um so zumindest auf Twitter irgendwelche Kurznachrichten zu sehen. Smartphones sind auch zunehmend ein Gerät oder eine Technologie, die als Mediator in irgendeiner Weise fungiert, weil wir die Welt durch sie wahrnehmen. Ja, das ist sehr eindrucksvoll. Es gibt so Leute, ich denke da an eine bestimmte Person, die Konzerte filmen, die durch das Handy das Konzert beobachten, eigentlich nicht das Konzert direkt beobachten, aber ein Video davon machen und das durch den Bildschirm betrachten. Aber es ist natürlich auch so, dass man viele andere Dinge inzwischen durch dieses Gerät konsumiert. Man hat dieses Gerät eigentlich immer dabei, zunehmend auch auf dem Klo. Muss ich zugeben, das ist ein Interview, was ich für die Zeit gegeben habe. Mir war der Titel nicht ganz klar, aber
wie sagt man im Marketing, es gibt keine Bad Publicity in der Form. Jedenfalls, anscheinend ist es so, dass Leute zunehmend ihr Gerät am stillen Örtchen dabei haben. Mich überrascht das wenig, aber ja, man kann Artikel darüber schreiben. Genau, warum erzähle ich euch das alles? Weil das natürlich illustrieren soll, was dieses Gerät macht. Es konzentriert nämlich viele Verhaltensweisen, die wir eigentlich an bestimmten Orten, in bestimmten Personen, in bestimmten Kontexten, zu bestimmten Zeiten ausgeführt und durchgeführt haben, können wir jetzt alle zentral auf diesem einen Gerät ausführen. Ich spreche da von der Linsenfunktion des Smartphones. Es bündelt sozusagen die Verhaltensweisen des Menschen auf diesem einen Gerät. Was das Gerät auch noch kann, es hat sehr viele Sensoren verbaut. Man denkt einfach mal daran, wir wollen navigieren mit Google Maps. Was brauche ich dazu, damit das funktioniert? Ich muss einen GPS-Sensor eingebaut haben, der weiß, wo sich das Gerät gerade befindet. Sonst kann ich nicht von A nach B kommen. Ich habe es gerade illustriert. Das Foto ist jetzt fertig, zumindest so halbwegs. Für alle Instagramer und TikToker hier, die zentrale Funktion, die Kamera, zum Filmen und Foto machen, ist natürlich auch ein Sensor, ein visueller Sensor, der im Smartphone verbaut ist. Da, wo ich jetzt gerade hineinspreche ins Mikrofon, ist auch in jedem Smartphone verbaut, sonst könnten wir nicht telefonieren oder Audioaufzeichnungen machen. Und da gibt es noch ein paar andere Sensoren wie Magnetometer, damit die Bestimmung der Position genauer funktioniert und damit wir das Handy auch als Kompass verwenden können. Und dann gibt es andere Tracker, Accelerometer, Gyroskop, um Aktivitäten zu erkennen, die mit dem Gerät passieren und um die Neigung des Gerätes zu erkennen. Das heißt, sehr viele Funktionen im Gerät, sehr viele Sensoren in diesem Gerät. Ist erstmal sehr praktisch. Was auch noch gibt, sind Login-Routinen. Kann man sich so vorstellen, wie wenn da ein kleines Männchen drin sitzt im Gerät, immer mitschreibt, was da passiert. Macht natürlich ein Programm automatisch. Aber diese Logs und diese Sensoren in Kombination ermöglichen es, sehr viele Daten aufzuzeichnen über das Verhalten und die Kontexte, in denen das Verhalten stattfindet, von sehr vielen Personen weltweit. Und das wird gerne unter dem Begriff Mobile Sensing zusammengefasst. Mobile Sensing ist jetzt die wissenschaftliche Herangehensweise, aber das ist natürlich nicht die Herkunft des Ganzen, sondern das kommt natürlich ursprünglich aus der Industrie, wo das natürlich schon längste Zeit gemacht wird, um Leuten Werbung zu schicken, die besser zu ihren Interessen passt, besser zu ihren Verhaltensweisen passt, oder einfach, und das ist die viel einfache Erklärung, um Funktionen, um Applikationen zu verbessern. Das heißt, Programmierer, Entwickler können Apps nur verbessern, wenn sie wissen, wo Fehler passieren. Deswegen sind diese ganzen diese Logging-Routinen eigentlich entstanden. So. Für die Verhaltenswissenschaften ist das natürlich eine tolle Gelegenheit, weil wir dadurch plötzlich die Möglichkeit haben, Dinge zu vermessen, die vorher unmessbar waren. In der Psychologie zum Beispiel war, wie ich vorher gesagt, der Klassiker, wir haben Leute gefragt, was sie denn so machen, wenn wir sie überhaupt gefragt haben, was sie machen. Und jetzt plötzlich ist es möglich, wenn Verhalten passiert, das zu registrieren, aufzuzeichnen mit Zeitstempel, mit Position auf dieser Erde, mit einem Kontext, das heißt, wo passiert das gerade, ist das laut da herum, ist es indoor, also ist es in einem Gebäude, ist es außerhalb eines Gebäudes, sind da andere Leute in der Umgebung, wie regelmäßig machen Leute das, das heißt, eine viel, viel, viel höhere Genauigkeit der Messung. Und wir wissen, in der Wissenschaft ist es immer so, mit der Verbesserung einer Messung wird auch die Wissenschaft verbessert. Und an dem Punkt befinden wir uns jetzt gerade in den Verhaltens- und Sozialwissenschaften. Ja, jetzt habe ich viel geredet über diese ganzen Daten, über Logging-Routinen, über Sensoren, aber das ist irgendwie sehr schwer, sich das vorzustellen, habe ich gelernt. Deswegen die Frage jetzt, wie schauen denn diese Daten eigentlich mal aus? Ich habe jetzt hier ein Beispiel. Disclaimer, das ist noch aus dem Jahr 2014, das heißt, inzwischen kann man wesentlich mehr machen. Markus, das war in München. Was man hier sehen kann, ist eine riesen Tabelle. So kann man diese Daten anordnen und in dieser Tabelle, was man da sehen kann, sind so Informationen. Zum Beispiel hier steht Screen und App und Airplane. Das heißt, das sagt uns irgendwas darüber, was da gerade passiert, über die Art des Verhaltens. Hier ist es so ein komischer kryptischer Code, das ist ein Zeitstempel. Den kann man genau bestimmen, wann eine Handlung passiert ist.
Man kann natürlich auch übersetzen, wie, das, was wie Menschen das so ausdrücken, nämlich also ein Tag der Woche, Uhrzeit und Datum. Und was wir hier sehen, ist ein typischer Morgen einer Person. Ein typischer Morgen, wie man ihn darstellen kann mit so einem Logdaten. Was wir hier sehen, ist hier eine Periode, das ist zwischen 6 Uhr 46. Könnte hier in der Schweiz sein. Festgestellt, viele Leute stehen sehr früh auf hier in St. Gallen fahren. 6.46 Uhr, irgendwas passiert am Handy, Bildschirm ist aus und gesperrt. Dann 6.50 Uhr, der Bildschirm ist an und gesperrt. 6.51 Uhr, Bildschirm ist wieder aus und gesperrt. Dann 54 an, gesperrt. Und dann finally 6.55 Uhr, an und entsperrt. Das heißt, die Person ist drin im Gerät. So, und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt wird spannend, jetzt schauen wir mal. Der Wecker. Also die Uhr-App wird geöffnet, die Person geht auch zuerst auf den Homescreen, das ist bei Samsung-Telefonen, glaube ich, dieses Touch-Squeeze, war das zumindest damals. Die Uhr-App wird geöffnet und die Person geht wieder raus. Also entweder hat der Alarm geläutet, das wusste man zu dem Zeitpunkt damals noch nicht, aber es wurde auf jeden Fall die App geöffnet. Viele Leute hören den Alarm ja nie, weil sie eigentlich ihr Gehirn so trainieren, dass sie vorher aufwachen, um diesen negativen Reiz zu vermeiden und dann vorher noch den Wecker auszuschalten, bevor der eigentlich abgeht. So, was passiert dann? Klassiker natürlich, Airplane-Modus ausschalten. Dann hier, wir sehen hier Airplane-Modus, Wi-Fi geht dann direkt an, verbindet sie mit dem mobilen, also mit dem Internet zu Hause oder wo immer die Person ist. Und dann der Klassiker, zumindest 2014, ich weiß, heutzutage nutzt niemand mehr Facebook, habe ich gelernt, aber damals war es dann so, Mail-App öffnen, GMX und Facebook checken, was Neues gibt, wer wieder was gepostet hat oder sonstiges. Genau. Und dann auch noch anstecken zum Laden, das kann man hier sehen, sonst steckt das Handy an die Steckdose an und so weiter und so fort. Jetzt bin ich zu schnell gewesen. Was das illustriert, soll sagen, wie kann oder wie geht dieser Daten? Und wenn man das jetzt denkt, wie schnell sind die Technologie entwickelt, das war 2014, was wir geschafft haben an der Uni in einer kleinen Programmiergruppe, aus mir, Markus und Studenten zusammenzuschustern, kann natürlich Google besser machen wie wir oder Amazon oder sonst irgendeine sehr befähigte Firma. Aber das jetzt als Kontext, um sich mal vorstellen zu können, wie solche Daten überhaupt aussehen. Genau, ich habe jetzt schon leider zu schnell geklickt, aber die Daten kommen natürlich nicht nur aus dem Smartphone, sondern auch aus anderen Geräten, zunehmend alle möglichen Consumer Electronics oder Alltagsgegenstände, die wir so mit uns führen, zum Beispiel Autos, haben wir auch dazu geforscht, oder Uhren hier, so eine Smartwatch, oder der geheime Spion zu Hause, die Alexa, die können natürlich auch vor allem Audiodaten aufzeichnen, oder zunehmend auch hier der Aura Ring, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen bei Leuten, Schmuckstück, das aber Bioparameter der Person aufzeigen kann. Genau. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Verhalten klassisch-psychologischen Thema. Jetzt habe ich sehr viel darüber geredet, warum Smartphones für die Verhaltenswissenschaft interessant sind, was man damit alles machen kann und wie diese Daten aussehen. Aber jetzt möchte ich ein bisschen was dazu erzählen, was wir eigentlich damit gemacht haben bis jetzt. Was ich, mein Team und meine Kollaborateure, was man das auf Deutsch sagt, Kooperationspartner mit diesen Daten gemacht haben. Ich habe sehr viel Forschung, der eine oder andere wissen es vielleicht, im Persönlichkeitsbereich gemacht. Deswegen für alle jetzt eine kurze Mini-Super-Fast-Einführung in Persönlichkeitspsychologie, weil wir alle von Persönlichkeit reden die ganze Zeit, im Alltag natürlich, aber wie es immer so ist in der Wissenschaft, die Leute meinen meistens leicht was anderes damit. Das heißt, wenn man in der Psychologie zum Beispiel von Persönlichkeit spricht, dann spricht man von individuellen Unterschieden zwischen Personen in charakteristischen Mustern des Denkens, Fühlens und Verhaltens. So kann man das nach einer Definition der amerikanischen psychologischen Gesellschaft übersetzt zumindest nennen. Das meistverbreitetste Modell in der Psychologie, ein deskriptives Modell, ist das Fünf-Faktoren-Modell. Das Fünf-Faktoren-Modell macht folgende Annahme, dass man die Persönlichkeit von allen Menschen auf 5 globalen Dimensionen beschreiben kann. Und manche Leute sind auf manche Dimensionen höher ausgeprägt, manche sind niedriger ausgeprägt und durch diese Unterschiede in den Ausprägungen kommt ein Persönlichkeitsprofil zustande. Das ist das, was uns ausmacht. Das ist natürlich nicht die ganze Geschichte, aber heute gehen wir erstmal nur auf dieses
Modelle ein. Diese fünf Faktoren sind Offenheit für Erfahrungen. Offenheit für Erfahrungen heißt, wie bereit sind Leute, sich neuen Denkideen, neuen Wertvorstellungen anzunähern versus eben nicht. Das heißt, da spielt sowas rein wie konservativ sein. Diese Leute sind eher nicht so hoch im Durchschnitt ausgeprägt auf diesem Merkmal Offenheit für neue Erfahrungen. Gewissenhaftigkeit, ein weiteres Merkmal, sehr interessant für den beruflichen Kontext. Das ist ein sehr gutes Merkmal, um Leute auszuwählen für Positionen. Leute, die hoch gewissenhaft sind, sind zuverlässig, haben Gefühl dafür, was ihre Pflichten sind. Die lassen eher andere nicht im Stich, die erledigen Dinge bis zum Ende, sind sehr ordentlich, versus eben nicht so ordentlich, eher spontan, ein bisschen verträumt und so weiter und so fort. Extraversion, wieder eine Dimension, darunter können Sie wahrscheinlich alle was vorstellen. Sehr extrovertierte Personen sind sehr nach außen gehend, suchen Stimulation, sind sehr gesellig meistens, reden eher viel, sind gerne unter anderen Leuten und auch sind eher aktiv und emotional, also zu begeistern, versus eben, was man Introversion nennt oder introvertiert im allgemeinen Sprachgebrauch, Personen, die nicht so hoch ausgeprägt sind nach diesen Verhaltensmerkmalen. Genau, dann gibt es noch Verträglichkeit. Verträglichkeit ist auch ein interessantes Merkmal. Das sind im Endeffekt Personen, die mit denen man gerne was macht. Personen, die angenehm im Umgang sind, die Bedürfnisse anderer in ihre Entscheidungen mit einbeziehen, die auch mal gern ihre eigenen Interessen nach hinten stellen, versus eben Personen, die sehr durchsetzungsfähig sind, die sehr kritisch sind, die vielleicht im extremsten Fall auch egoistisch sind. Das ist übrigens ein Merkmal, das sehr interessant ist, auch im beruflichen Kontext, weil man nicht immer nur will, dass Leute eigentlich sehr hoch verträglich sind. Weil wenn man nur Leute hat, die sehr hoch verträglich sind in einem Team, dann wird nie irgendwas hinterfragt, dann wird oftmals nichts kritisiert, sondern dann kommen immer die gleichen Sachen, die gleichen Ergebnisse raus vom Projekten. Also man will nicht nur Personen haben, die verträglich sind, auch wenn intuitiv man sagen würde, es ist erstmal gut, wenn Leute verträglich sind. Und da gibt es einen Neurotizismus oder das, wenn man es positiv framed, emotionale Stabilität. Neurotizismus werden Leute, also hochneurotisch werden Leute, die sehr instabil sind, wenn es um externe Stressoren geht, das heißt, die nicht gut mit Stress umgehen können, die sich sehr leicht in Angst versetzen lassen, die auch impulsiv sind, versus eine Person, die sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen, die eben nicht sehr stark auf externe Stressoren reagieren und die eher Dinge im Griff haben und ruhig bleiben. Genau, das sind jetzt aber ganz grob diese Dimensionen, von denen ich später noch weiter sprechen werde. Und auf die kann man, findet man zumindest, fast alle Personen ganz gut einordnen. Nicht vollständig, da fehlt noch einiges an Informationen, aber das ist schon mal sehr viel, um damit arbeiten zu können. Warum Persönlichkeit? Warum rede ich darüber? Warum forsche ich zur Persönlichkeit und nicht zu irgendwas anderem? Persönlichkeit hat sich eben gezeigt, vor allem diese fünf Dimensionen, dass sie die replizieren lassen. Nicht in allen Kulturen vollständig, aber doch ziemlich vollständig weltweit. Man findet die immer wieder, die haben unterschiedliche Forschergruppen unabhängig voneinander gefunden. Und was sie natürlich sind praktisch. Das ist auch ein wichtiges Kriterium, weil sie eine sehr effiziente Beschreibung einer Person erlauben. Das heißt, wenn ich diese fünf Ausprägungen einer Person kenne, kann ich schon mal sehr viele Annahmen über sie treffen und abschätzen, wie sich eine Person verhalten wird, wie eine Person vielleicht über bestimmte Einstellungen und Dinge denkt oder fühlt. Was auch noch wichtig ist in dieser Persönlichkeitsforschung ist, dass Persönlichkeit bekannt ist dafür, dass es Vorhersagen erlaubt für wichtige Lebensereignisse. Also wie sich das Leben einer Person entwickeln wird später, findet man immer wieder relativ stabil, auch kreuzvalidiert, Zusammenhänge mit Lebensereignissen, die werden Leute heiraten, wenn die glückliche Beziehungen haben, werden die vielleicht mal sehr erfolgreich im Beruf sein, viel Geld verdienen, werden die, was kaufen die für Sachen, das interessiert zum Beispiel Marketingforscher sehr stark, auch Gesundheitsfaktoren, das heißt, werden Leute, kann man sogar mit Krebs und so weiter in Verbindung bringen, später vielleicht mal eine chronische Krankheit entwickeln oder
sogar delinquentes Verhalten, kriminelles Verhalten, wenn vielleicht Leute sogar mal kriminell untergehen, ein Verbrechen. Muss man natürlich aufpassen für alle, die nicht mit psychologischer und verhaltenswissenschaftlicher Forschung vertraut sind. Das sind keine deterministischen Zusammenhänge. Das sind Korrelationen, Punkt 3, Punkt 4 maximal. Das heißt, nicht alle Leute, nicht bei allen Leuten wird das so sein, aber wenn man die Persönlichkeit von jemandem kennt, dann kann man über viele Leute hinweg besser raten, besser schätzen, was die wahrscheinlich machen oder nicht machen werden, als wenn man diese Information nicht hätte. Das sind so ganz schnell zusammengefasst drei Gründe, warum Persönlichkeit es wert ist, erforscht zu werden. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Was haben wir gemacht mit Persönlichkeit, Smartphones, Verhalten? Wir haben natürlich uns angeschaut, wie verhalten sich Leute auf ihrem Handy oder wie nutzen Leute ihr Handy im Zusammenhang mit ihrer Persönlichkeit. Erste Studie hier 2017, da haben wir uns angeschaut, wenn wir die Persönlichkeit einer Person kennen, können wir vorhersagen, was die für Apps nutzen auf ihrem Handy. Können wir? Kurze Antwort. Zum Beispiel nutzen Leute, die sehr gewissenhaft sich selbst als sehr gewissenhaft beschreiben, weniger Spiele auf ihrem Handy. Wir haben natürlich ähnliche Studien weitergemacht hier 2019, da ging es um Sozialverhalten. Personen, die klassischerweise hoch scoren auf Extraversion, telefonieren mehr, telefonieren länger, schicken mehr Nachrichten. Nicht unerwartet jetzt, aber es ist schön zu sehen, dass das nicht nur über Selbstauskunftsfragebögen findbar ist, sondern das quasi im realen, objektiven Verhalten widerspiegelt. Genau, und dann auch so basale Sachen wie hier mit der Ramona Schüttel, die kann leider heute nicht hier sein. Dinge wie Tag-Nacht-Zyklen, diurnales Verhalten, wann gehen Leute zu Bett, wann stehen sie wieder auf, kann man auch mit Persönlichkeitsfaktoren in Verbindung bringen. Und das kann man natürlich auch sehr schön am Smartphone messen, weil man natürlich sieht, wann der Bildschirm angeht. Ihr habt das alle vorher gesehen. Genau, das heißt, jetzt kommen wir zu dem Thema Persönlichkeitserkennung, Vermessung des Menschen. Wir haben diese ganzen Verhaltensweisen, da wird sehr egoistisch nur unsere Forschungsergebnisse präsentiert. Es gibt natürlich eine zahlreiche andere Studien von herausragenden Wissenschaftlern, die ich jetzt unter den Teppich gekehrt habe. Aber was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass eben es sehr viele Befunde gibt, dass bestimmte Verhaltensweisen mit Persönlichkeitsausprägungen in Verbindung zu bringen sind, auch mit anderen differenziellen Merkmalen, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, also Demografie und so weiter. Die große Frage ist jetzt natürlich, wenn ich diese ganzen Verhaltensweisen, die wir hier auf diesem Tisch sehen und noch viele mehr, mit diesem Gerät aufzeichnen kann und die alle mit Persönlichkeit in Verbindung stehen, mehr oder weniger, kann ich dann eben genau den umgekehrten Weg gehen und aus diesen Daten die Persönlichkeit der Person erkennen, ohne sie zu fragen. Das heißt, kann ich, wenn ich all diese Verhaltensdaten analysiere, erkennen, was das für eine Person ist. Warum würde man es überhaupt wollen? Weil natürlich, wenn man über sowas nachdenkt wie Smart Robots oder Empathic AI, also quasi künstliche Intelligenz irgendwann, die sowas wie eine normale Unterhaltung mit jemandem führen sollte, dann muss die natürlich das Gegenüber einschätzen können. Das heißt, dafür bräuchten wir das schon mal, aber im Unmittelbaren brauchen wir das zum Beispiel dafür, wofür wir normal auch Persönlichkeit einsetzen, um jemanden einzustellen oder nicht, um eine Kommunikation zu wählen, die dem Gegenüber angepasst ist, um Produkte, Services, Urlaube einer Person zu empfehlen, die vielleicht besser für sie geeignet ist, um Interfaces anzupassen und jetzt immer mehr im Vordergrund, um personalisierte Coaching- und Therapieansätze zu entwickeln, die skalierbar sind. Wir haben ein Riesenproblem, dass wir eine Unterversorgung haben in Psychotherapie. Meine Schwester weiß das, was wir in Österreich, aber in Deutschland und so weiter. Weltweit haben wir das Problem. Und deswegen sucht man nach Zwischenlösungen, die es erlauben, Menschen zumindest ein bisschen zu helfen, während sie 1, 2, 3, 4, 5, 12 und so weiter Monate auf einem Therapieplatz waren. Genau, das sind so ganz kurz mal Ideen. Man nennt es auch komputationale Persönlichkeitserkennung, so haben es wir genannt. Kurz, muss man nicht verstehen, muss man sich nicht merken, aber man, in dem Prozess, was passiert ist, wir haben hier unten Verhaltensweisen, Gedanken, Gefühle, Situationen, die man irgendwie digital erfassen kann, zum Beispiel mit diesem Gerät. Aus denen bilden wir Indikatoren, Variablen, und die modellieren wir dann, um vorherzusagen, welche Persönlichkeitsausprägung eine Person hat. Das haben wir gemacht. Hier ist ein Paper dazu, das werde ich jetzt mal kurz vorstellen, in aller Kürze, weil wenn man es nicht ausprobiert, weiß man eigentlich nicht, ob es funktioniert. Deswegen, was meine ich damit, wenn ich Persönlichkeitserkennung sage und davon spreche?
Was haben wir gemacht? Wir haben für 30 Tage eine Forschungs-App auf den Geräten unserer freiwilligen Teilnehmer, natürlich Ethik, Datenschutz, alles vorher geklärt, muss ich jetzt nicht dazu sagen, installiert. Die Personen haben diese App einfach installiert gelassen. Die App hat bestimmte Sachen aufgezeichnet auf ihrem Handy. Natürlich nicht alles, aber was man zumindest gesetzlich und ethisch machen kann. Es waren insgesamt 624 Personen. Wir haben aus diesen Daten 1821 Verhaltensmarker identifiziert und extrahiert. Und natürlich auch im Labor, beziehungsweise teilweise im Feld, die Persönlichkeitsmerkmale der Personen mit einem standardisierten Fragebogen erhoben. Und dann kommt der sogenannte Machine Learning Prozess, von dem vielleicht schon viele gehört haben, in aller Munde. Was passiert in diesem Prozess? Was haben wir da gemacht? Wir haben diese beiden Dinge zusammengebracht. Wir haben einerseits die selbstberichtete Persönlichkeit der Personen. Das heißt, wir haben die Leute raten lassen, wie sie bestimmte Dinge beurteilen. Ich bin sehr kommunikativ, ich gehe auf die Bedürfnisse anderer ein und so weiter und so fort, die eben diese fünf Dimensionen abbilden. Und wir hatten diese Verhaltensmarker von den Personen. Das heißt, wir konnten in einem Algorithmus diese beiden Dinge zusammenbringen und dieser Algorithmus konnte lernen, welche Werte in diesen Verhaltensmarkern einhergehen mit Werten in diesen Persönlichkeitsmessungen. Genau. Was haben wir gefunden? Wir haben gefunden, dass man aus diesen Werten vorhersagen kann, welche Persönlichkeit der Nutzer hat. Zumindest in vielen Fällen. Wir haben zumindest gefunden, dass es für Extraversion sehr gut funktioniert hier. Das zur Erklärung schaut kompliziert aus, ist es aber nicht. Das sind einfach nur die Ergebnisse unseres Algorithmus. Man muss sich vorstellen, es wird vielmals gemacht. Man macht das nicht einmal, sondern man macht das 100-mal und testet dann immer auf anderen Datensets, auf kleinen Stücken des Datensets, wie gut dieser Algorithmus funktioniert. Und das ist sozusagen nur die Aggregation. Das heißt, würde heißen, im Mittel hat es so gut funktioniert. Auf diese Werte geht es auch nicht genauer drauf ein, können wir dann gerne später darüber diskutieren. Aber man kann hier, was man sehen kann, ist, dass es für manche Dimensionen, für die drei zum Beispiel, Extraversion, Offenheit und Gewissenhaftigkeit, überdurchschnittlich, das ist unsere Todeslinie, das ist unser Baseline sozusagen, über Null wollen wir auf jeden Fall hinauskommen mit unseren Unsicherheitsintervallen, dass wir da für die meisten Personen vorhersagen konnten, was sie für Werte ankreuzen würden auf dem Fragebogen, wenn wir sie fragen würden. Für andere Dimensionen, zum Beispiel emotionale Stabilität, sehen wir, es ist abhängig vom Algorithmus, den wir verwendet haben. Und, das sieht man jetzt hier nicht, es ist Abhängigkeit von Subdimensionen der Persönlichkeit, die wir auch nicht hier sehen können. Und für Verträglichkeit können wir sagen, es hat überhaupt nicht funktioniert. Wir können nicht vorhersagen, ob jemand eine nette Person, eine angenehme Person ist, basierend auf den Daten, die wir erhoben haben. Genau. Ja, das ist das eine. Das andere ist, für Forscher ist es immer interessant, nicht zu wissen, ob etwas funktioniert, sondern auch, warum etwas funktioniert. Und wir wollen ja auch immer Beiträge zur Theoriebildung leisten. Das ist jetzt gar nicht so leicht mit diesen Herangehensweisen, aber die Zeit hat sich versucht an unserer Studie und hat diese wunderbare Grafik erstellt, deswegen präsentiere ich das so gerne, weil ihr das nie geschafft. Wir hätten irgendwelche Graphen wahrscheinlich und irgendwelche Punktewolken abgebildet, aber die Zeit macht es viel besser. Die hat nämlich genau reingeschaut in den Appendix bei uns und hat dann einzelne Verhaltensweisen identifiziert, zum Beispiel Leute, die sehr abenteuerlustig sich selbst beschreiben, die geben auch, oder da kann man messen, dass sie häufig nachts telefonieren oder Kreativ-Apps nutzen oder viele Fotos machen. Oder Personen, die offen für neue Handlungen sind, schreiben eher lange Textnachrichten oder nutzen Google Maps oft oder bekommen wenig E-Mails. Vielleicht kannst du da irgendein Bild draus machen, ich kann es nicht. Das ist aber der Grund, warum das Ganze nicht so einfach ist. Das Problem dabei ist, dass diese Effekte, diese Vorhersagen, von denen ich gesprochen habe, nur möglich sind, wenn wir all diese Dinge gleichzeitig betrachten. Und das kann nur dieser Algorithmus. Das heißt, wir Menschen wären nie in der Lage, diese minimalen Effekte, die man hier findet, die sind allein für sich stehend nicht erwähnenswert, aber in der Summe, als aggregierte Effekte in diesem Algorithmus sind sie vorhersagekräftig. Das heißt, sie erlauben es uns, die Persönlichkeit auf diesen Dimensionen von neuen Personen zu erkennen. Das können wir nicht machen, wenn ich Ihnen jetzt sage, die Person da drüben, die schaltet ihr Handy morgens ungefähr immer um die gleiche Zeit an.
oder geh täglich zur Kleinzeitpendel oder nutz eher selten Öffi-Apps. Also diese für alleinstehend eben nicht aussagekräftig, aber in Summe vorhersagekräftig. Wir haben eben in der Publikation mehr dazu gemacht, den Versuch, das zu reduzieren auf Dimensionen. Wenn es interessiert, gerne nachlesen. Jetzt werde ich nicht genau darauf eingehen. Das kann man auch mit anderen Persönlichkeitsdimensionen machen, das kann man mit Autodaten machen, das war Markus Dorinas, die wahrscheinlich viel Spaß bei Audi. Da kann man Geschlecht erkennen, wie Leute Auto fahren oder was Leute, welche Emojis Leute in WhatsApp verwenden. Darüber kann man auch erkennen, wie alt die sind und was die für ein Geschlecht haben. Und da gibt es natürlich tausend andere Studien, die auch so was Ähnliches gemacht haben. Genau, das heißt, zusammenfassend kann man sagen, wir sind jetzt in der Lage, in den Verhaltenswissenschaften, in den digitalen Verhaltenswissenschaften, aus der Summe dieser Daten, die wir inzwischen befähigt sind zu erheben, individuelle Merkmale zu erkennen. Eine neue Herangehensweise, um den Mensch zu vermessen. Ja, wie wir am Anfang schon gehört haben. Es hat natürlich unglaubliches Potenzial, ich schaue mal kurz auf die Uhr, für die Verhaltenswissenschaften. Warum ist das so? Weil wir plötzlich skalierbare Methoden haben. Wir haben Methoden, die objektiv sind, im Gegensatz zu denen, die wir bisher genutzt haben und mit gutem Grund auch noch weiter nutzen. Das heißt, Fragebögen, obwohl ich so ein bisschen abwertend davon gesprochen habe, sind natürlich unverzichtbar in den Verhaltens- und Sozialwissenschaften, vor allem wenn es darum geht, innere Prozesse von Personen zu beschreiben und zu verstehen. Aber für externe Prozesse, für objektives Verhalten, sind natürlich diese Methoden viel besser geeignet. Und das ist auch das Potenzial, das wir sehen werden. Da wird es viel mehr in den nächsten Jahren dazu geben. Ist übrigens ein sehr guter Zeitpunkt für Studierende, Verhaltenswissenschaften zu studieren. Es gibt noch keinen Studiengang in St. Gallen, leider. Vielleicht ändert sich das. Da müssen wir mal in intensive Gespräche gehen. Aber es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um in diesem Bereich zu studieren, weil da gerade ungeheures Potenzial drin liegt, weil die Produkte und Services der Zukunft genauso gebildet werden. Ja, ein kleiner Ausblick dazu, was ich jetzt hier noch machen will. Jetzt habe ich viel davon gesprochen, was ich schon gemacht habe. Was machen wir jetzt gerade im Moment? Wir haben ein Paper im Review, wo wir versucht haben, uns Persönlichkeitsausprägungen anzuschauen, basierend darauf, welche Musikstücke Leute hören. Das kann man übrigens auch mit den Handys sehr gut erheben. Wir können genau sehen, was Leute für Musik hören, von welchen Interpreten, welches Album, welcher Lied. Man kann diese Daten dann anreichern mit ziemlich vielen objektiven Audioparametern, da schauen Christian da hinten, ein Experte in Audio-Processing bei uns an, wie diese Musik zusammengestellt ist. Ist das sehr taktvolle Musik? Ist es sehr laut? Enthält es viel Sprache? Ist es eher tonal? Und so weiter und so fort. Und man kann natürlich die Texte extrahieren aus diesen Liedern und analysieren die Themen, worüber der Interpret oder die Interpretin singen. Das haben wir hier gemacht. Preprint gibt es, wenn es interessiert, gerne nachlesen. Ansonsten Projekte, die jetzt gerade in Bearbeitung sind, die eher instabil sind. Wir haben bisher von Persönlichkeit und Geschlecht und Alter gesprochen, stabile Merkmale. Affekt, momentane Emotion. Das ist was auch interessant ist in vielen Bereichen, sowohl in der Applikation als in der Anwendung als auch für die Theorie. Da gibt es Forschung dazu. Christian, du musst das Paper noch lesen, du kriegst es noch. Da sind wir gerade dran, eben auch aus Handydaten. Wir haben sowohl Audioaufnahmen, die Leute aktiv eingesprochen haben auf Aufforderung, als auch alles, was die Leute eingetippt haben in ihr Telefon. Natürlich ethisch und datenschutzrechtlich anonymisiert und verarbeitet, damit wir nur die notwendige Information herausbekommen. Da sind wir gerade in Bearbeitung, aber es sieht sehr gut aus, dass man mit diesen Daten plötzlich Vorhersagen machen kann darauf, wie sich eine Person gerade fühlt. Dann jetzt der Pietro, leider ist er heute nicht hier, aber Doktorand bei mir im Lab, der beschäftigt sich damit, wie man aus diesen Daten möglicherweise zukünftiges Verhalten vorhersagen kann. Das heißt, ab wann ist es möglich, wenn ich laufend messen kann, was gerade passiert, wie weit in die Zukunft kann ich vorhersagen, was eine Person machen wird. Und da gibt es inzwischen auch Modelle, statistische, mathematische Modelle, die sehr gut sind darin, das zu tun. Ja, und neuere Projekte jetzt, finde ich besonders interessant. Interessant auch, weil es zeitgemäß ist. Wir haben ja gerade ein Autoritarismusproblem in der Welt. Wir haben in einem großen Datensatz in München nur gemessen, einen Panel-Datensatz, relativ repräsentativ für die deutsche Gesamtbevölkerung, auch mitgemessen, wie Leute zu autoritären
Führung stehen und so Sachen wie eigentlich Minderheiten sollten nicht berücksichtigt werden oder eigentlich braucht es jemanden starken, der jetzt mal durchgreift. Ja, so Fragen wurden gestellt. Das heißt, die haben da sehr viele diese Fragen gestellt und auch alle Handydaten von diesen Personen über ein halbes Jahr. Und unser nächstes großes Projekt ist jetzt, einen Algorithmus zu bauen, der automatisch erkennen kann, aus Medienkonsum, Verhalten, Aktivitäten und so weiter und so fort, wie Leute eigentlich in ihrer politischen Einstellung sind. Das ist jetzt eine Frage, ob das geht. Die Politikforschung sagt, dass man kann das im Verhalten erkennen, aber alles natürlich nur mit Fragebögen erforscht bis jetzt. Und wir machen jetzt mal einen Field-Check und schauen mal, wenn wir diese ganzen Daten hätten tatsächlich, kann man es tatsächlich machen oder nicht. Und dann gibt es ein anderes Projekt, was auch gerade sehr, sehr aktuell ist, nämlich Online-Desinformation, Propaganda, Fake News. Riesenproblem, weil Leute eben auf klassische Propaganda zunehmend hereinfallen, weil es so verbreitet ist, so einfach zu verbreiten ist über das Internet. Und wir versuchen, die Glocke läutet, zu erkennen, welche Eigenschaften von Personen sind denn die ausschlaggebenden, dass Personen mit solchen Desinformationen in Verbindung treten und darauf hineinfallen. Genau, kleiner Ausblick, wichtig, last but not least, ihr habt es alle schon gedacht, diese ganze Forschung hat natürlich zahlreiche ethische Implikationen. Das berücksichtigen wir natürlich auch verstärkt in unserer Forschung, ist teilweise sogar der Grund, warum wir das machen, deswegen diskutieren wir das auch intensiv. Hier aber eine Filmempfehlung für alle, die hier sind. Das ist ein Film, der jetzt gerade für den Europäischen Filmpreis nominiert ist. Da durfte ich beratend zur Seite stehen. Made to Measure, ein Sozialexperiment mit Online-Daten von jungen Menschen, die es freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Sehr beeindruckendes, sehr beeindruckender Film. Würde jedem empfehlen, den anzuschauen. Ist auch interaktiver Film, das heißt, man muss auch klicken ab und zu und Entscheidungen treffen. Darauf passiert dann was anderes. Aber ja, um auf die ethischen Implikationen zurückzukommen, was unsere Forschung in dem Bereich gezeigt hat und immer noch zeigt, ist, dass eben zu wenig über diese Dinge nachgedacht wird. Das heißt, wir haben die Situation, wo Sie eine App installieren auf Ihrem Handy und dann werden Sie gefragt, ist es okay, wenn wir Ihr Mikrofon benutzen? Und Sie können dann sagen, ja oder nein. Ja, zumindest war es damals so, wie wir das Paper geschrieben haben. Inzwischen wurden Sachen verbessert. Problem dabei ist, es wird nicht differenziert genug abgefragt. Der Nutzer hat nicht die Möglichkeit, der Konsument hat nicht die Möglichkeit zu entscheiden, dürfen meine Daten dafür genutzt werden, um die Funktionalität zur Verfügung zu stellen? Oder dürfen meine Daten auch dafür genutzt werden, sie zu verkaufen nach wo auch immerhin? Dafür genutzt werden, um sehr abstrakte mathematische Modelle von mir, meiner Person anzufertigen, um mir dann perfekt zugeschneiderte Werbung zu schicken und mir Videos zu schicken auf der App, von denen ich nicht mehr losreißen kann. Diese Unterscheidung gibt es nicht. Das heißt, da fordern wir zumindest, dass da mehr Handlungsfreiheit auf Seiten der Konsumenten und Nutzer geben muss und dass es eine Debatte braucht in der Gesellschaft, was möglich sein sollte mit diesen Daten, was nicht. Ist natürlich immer eine Abwägung. In der Forschung brauchen wir diese Daten natürlich. So, wichtig ist mir der Transfer in die Lehre von all diesen Sachen, die ich gerade erzählt habe hier. Alle Lehrveranstaltungen, die ich im Moment besetzt habe mit meinen lieben Kollegen, mit Manuel und Christian, kannst du sehen, hervorgehoben. Macht sehr viel Spaß. Mich freut es besonders, dass einige Studierende heute hier sind. Von einigen dieser Lehrveranstaltungen möchte ich auch weiterhin tun. Möchte jetzt aber nicht länger vom Buffet Sie abhalten, das ist nämlich das, worauf Sie schon alle freuen, und mit einem Zitat von einem Verhaltenswissenschaftler enden, der gar nicht so weit von hier geboren ist, Carl Gustav Jung, und mit gutem Beispiel vorangehen zum Buffet. Danke fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank für einen brutal spannenden Vortrag, wenn ich das so sagen darf. Ich überlege mir bei diesen Vorträgen immer, was nehme ich mit. Das ist jetzt ein bisschen Verdrehung der wissenschaftlichen Logik, würde ich sagen. Also wenn ich morgen weniger E-Mails haben möchte, dann muss ich ein bisschen an meiner Persönlichkeitsdimension Offenheit arbeiten. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Gewissenhaftigkeit.
Ich werde daran arbeiten und hoffe, dass das dann auch in meiner Mailbox sichtbar wird. Du wirst das dann messen. Wenn es geht, ja. Aber ich kann auch zeigen, dass ich an meinen Fähigkeiten gearbeitet habe während deines Vortrags. Ich habe nämlich unterwegs, das hat wahrscheinlich niemand gemerkt, alle Telefone angezapft. Vorhersage zukünftigen Verhaltens. Ich habe herausgefunden, dass ich in wenigen Minuten eine Etage höher am Tisch stehen werde. Das ist eine verklausulierte Einladung zum Abo gleich, aber dir möchte ich noch ein kleines Präsent überreichen, das ist kein Buch von mir, keine Sorge. Ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Danke, danke.